Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Thema Gesund bleiben in Österreich, verantwortungsvoll reisen in Zeiten von Corona. Gerade eben haben wir uns noch ausgetauscht, wie wir vor einem Jahr noch alle wild durch die Welt gechattet sind, mehr oder weniger gereist sind. Und heuer ist das alles mit einem großen Fragezeichen oder mit mehreren Fragezeichen verbunden. Dennoch stehen die Ferien vor der Tür. Nächste Woche ist letzte Schulwoche in Wien, glaube ich, und dann geht es schon los in die Ferien. Und natürlich fragen sich ganz viele Menschen in Österreich, wo können wir hinfahren? Macht es einen Unterschied, ob ich in Österreich verreise oder ob ich ins Ausland verreise? Mein Name ist Margit Draxl, ich bin die Pressesprecherin von Rudi Anschober und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz zum Thema verantwortungsvoller Reise. Und darf gleich zu Beginn den Bundesminister bitten, den Anfang zu machen. Ja, sehr gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ja, das war ein erstes Halbjahr, wie wir es wahrscheinlich alle miteinander noch nie erlebt haben. Auf die Art und Weise alles anders, als man es vielleicht beim Jahreswechsel geplant hat, vorgestellt hat, inklusive auch für mich ist alles ganz anders gekommen in vielerlei Hinsicht. Also ist es uns allen gegangen und ich glaube, wir haben es uns wirklich alle verdient, dass wir jetzt ein bisschen durchschnaufen können im Sommer. Durchschnaufen, auch Urlaub machen, selbstverständlich. Wünsche jedem, dass er und dass sie das genießen kann. Und der Appell in dieser Situation ist, sich einfach sehr gut zu überlegen, wo wir Urlaub verbringen, wie wir Urlaub verbringen. Und dass wir diesmal wirklich daran denken bei der Planung, dass wir Reisen, Urlauben, genießen, mit Verantwortung durchführen. Das ist der Appell und dafür haben wir heute eine Reihe von Tipps, von Vorschlägen, die wir hier einbringen. Was haben wir in diesem ersten Halbjahr erlebt? Wir haben seit Anfang März das Coronavirus, Ende Februar eigentlich, das Coronavirus sichtbar präsent auch in Österreich. Zunächst in den ersten zwei Wochen des März mit dramatischen Zuwachszahlen. Wir waren bei plus 40, plus 50, plus 55% pro Tag. Unglaublich eigentlich, wenn man sich daran erinnert. Wir haben vom 16.03. bis zum 14.04. sehr harte Maßnahmen in Österreich erlebt, die aber sehr erfolgreich waren. Die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt, extrem gut umgesetzt von der Bevölkerung. Noch einmal ein ganz großes Danke. Jetzt kommt schrittweise zu den Öffnungsschritten. Wir haben gestern den 9. Öffnungsschritt präsentiert, der auch schon eine Perspektive für den Herbst gegeben hat. Da ist natürlich ein gewisses Aufatmen da, bei Fußballclubs, bei Kulturveranstaltern und. Aber all das ist nur dann gesichert, wenn wir verantwortungsvoll weiterhin handeln. Das ist das Entscheidende. Gleichgültig, wo wir sind, ob wir die nächsten Tage, die nächsten Wochen zu Hause im eigenen Wohnviertel, im Salzkammergut, dort werde ich ein paar Tage verbringen dürfen, in Kaorle oder sonst wo verbringen, entscheidend ist, dass wir diese Tage ganz besonders noch einmal darauf schauen, dass wir sie verantwortungsvoll begehen und diesen Urlaubsgenuss mit Verantwortung realisieren. Denn das Virus ist weiter unter uns, es ist weiter da, es ist nicht auf Urlaub, es ist weiter hier präsent. Das Virus ist weiter gefährlich, es ist weiter unberechenbar in einem gewissen Sinn. Das erschwert uns oft das Arbeiten sehr stark und das Virus ist weiterhin weltweit in Ausbreitung. Das vergessen wir in Österreich teilweise. Wir haben nach wie vor Rekordwerte, was die Zuwächse, die internationalen betrifft. Im Durchschnitt der letzten Woche 150.000 Neuinfektionen pro 24 Stunden. Das ist schon dramatisch, wenn man sich das so vor Augen führt, was das bedeutet. Bei uns in Österreich die heutigen Zahlen, gerade vor wenigen Minuten gekommen, sind wieder sehr, sehr stabil, sind wieder erfreulich. Wir sind in den letzten 24 Stunden bei 28 Neuinfektionen, dem stehen gegenüber 38 Neugenesene. Das heißt, es geht ein bisschen hin und her auf einem stabilen Niveau, was die Zahl der aktiv Erkrankten betrifft. Wir sind mittlerweile bei 459, also wieder etwas geringer, aber eine sehr stabile Situation. Das sollte uns aber nicht unvorsichtig sorglos machen. Das wäre das Schlimmste, was wir in der Situation tun können. Die österreichischen Zahlen, und das ist ja auch wichtig für eine Urlaubsentscheidung, vielleicht eingeordnet, aktuell infizierte Fälle in Europa. Sie sehen hier den österreichischen Balken mit den 459 aktiv Erkrankten. Und Sie sehen ganz oben das Vereinigte Königreich, dann Russland, dann Frankreich, dann Spanien, dann Schweden. Also die aktuell
aktiv erkrankten Fälle in Europa. Ganz weit unten Österreich und nach Österreich kommt noch Finnland, Norwegen, die Schweiz, Litauen, Lettland, Zypern, Estland. Also viele Länder auch, die schon recht gut unterwegs sind, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das ist die aktuelle Situation. Also das Reisen genießen ist unsere Devise, aber es mit Verantwortung genießen. Und wir haben für Sie viele Tipps zusammengestellt. Und das Erste und Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass wir uns ganz genau und gut überlegen, wohin fahren wir? Fahren wir wohin? Fragezeichen. Was ist das Reiseziel? Ist da ein Risiko damit verbunden? Wirklich sehr genau prüfen, ganz einfach. Ich habe das gemacht. Ich glaube, viele sind derzeit in dieser Situation, dass sie noch unsicher sind und deswegen, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt. Gleichgültig, wo man ist. Gleichgültig, ob man eben in Korleben, Salzkammergut oder in Wien ist in diesem Sommer. Die Mindest- und Grundregeln nicht vergessen dabei. Wenn man in den Urlaub fährt, die Grundregeln mitnehmen in den Urlaub. Also die Hygienemaßnahmen, die wir gelernt haben, dieses nicht die Hände geben, dieses Händewaschen kontinuierlich regelmäßig, auf andere Hygienebestimmungen achten, auf den Mindestabstand achten, wie Sie es machen, wie es wir machen, ist auch im Urlaub angebracht. Und denken wir daran, dass es im Urlaub halt auch immer wieder Bereiche gibt, den sogenannten Ballermann, der das Schlimmste ist, was ich in der Situation machen kann. Denn es gibt Infektionsherde, die ganz klassisch sind. Und der Appell ist wirklich, die zu vermeiden. Große Menschenansammlungen, wo das Grundprinzip die Nähe ist, denen aus dem Weg gehen in diesem Urlaub und sich das überlegen, ob das machbar ist in der Region, die ich mir überlege und ob das diesen Grundregeln entspricht. Und wir haben auf unserer Homepage ab sofort entsprechende Tipps auch. Und diese Tipps wollen wir ab heute auch intensiv unter die Leute bringen, wo wir einfach kurz darstellen, was sind die Urlaubstipps aus Corona-Vermeidungssicht. Worauf sollte ich achten? Die Grundregeln gegen das Virus, die wir gelernt haben. Wo muss man, wenn man Urlaub in Österreich macht, den Mund-Nasen-Schutz tragen? Was tun, wenn man sich krank fühlt? Auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man im Ausland ist. Werden wir darauf kommen heute. Was tun, wenn man sich krank fühlt? Und wenn man den Eindruck hat, man hat Symptome, richtig reagieren ist da entscheidend und ganz, ganz wichtig. Und was können wir insgesamt tun, um gesund zu bleiben? Und das Wichtigste dabei ist einfach Eigenverantwortung einbringen, mitbringen, leben, gleichgültig, wo man ist. Für die Übersetzung in die Gebärdensprache. Und nun begrüße ich den Professor Kollaritsch, der ja in seinem angestammten Beruf, würde ich sagen, nicht Corona-Arzt ist, sondern eigentlich ja Reise- und Tropenmediziner ist. Ja. Und somit können Sie heute zumindest mal Ihr ganz ureigenstes Fachwissen da auch einbringen. Danke fürs Kommen. Bitte. Ich danke auch herzlich für die Einladung. Reisemedizinisch ist es natürlich ein ganz besonders spannendes Thema und im Wesentlichen sollte man es, glaube ich, trennen. Einerseits Reisen aus dem Ausland nach Österreich und andererseits Reisen von Österreichern ins Ausland. Die Grundlagen, Sie haben schon viel dazu gehört, im Moment ist in den meisten europäischen Gastländern die Situation relativ stabil und das vermittelt so ein bisschen eine trügerische Sicherheit. Wir wissen, dass die jeweils aktuellen Meldezahlen, die wir hören, einerseits unerkannte, weil symptomlose Infektionen gar nicht erfassen und andererseits natürlich die Situation widerspiegeln, die vor einer Woche aktuell war, sozusagen. Also diese Infektionen sind vor einer Woche gesetzt worden. Das heißt im Wesentlichen, wenn immer Sie die Zahlen lesen, haben Sie einen blinden Fleck von einer Woche in etwa. Das bedeutet, Sie können niemals ganz genau einschätzen, ist jetzt das, was Sie von vor einer Woche wissen, heute noch immer das Stabile. Und wir haben gesehen, dass sogenannte Cluster sich immer wieder bilden. Und diese Clusteranalysen haben auch gezeigt, dass sehr viel davon reiseassoziiert ist. Wir selbst haben da ja einen Cluster gehabt durch Ischgl. Allerdings sei zur Ehrenrettung der Ischgl gesagt, dass man damals über die Übertragungsdynamik von Covid-19 noch nicht so viel genau gewusst hat. Aber heute weiß man
ist. Heute weiß man, dass unerkannte Infektionsherde im Zusammenhang mit Reisetätigkeit eine verheerende Auswirkung haben können. Und es gibt auch jetzt jüngere Untersuchungen, die schon sehr klar den Zusammenhang belegen und sagen, wir sehen beim jetzigen Covid-19 bereits etwas, was wir für SARS, fürs erste SARS 2003 nachgewiesen haben, nämlich sogenannte Super-Spreading-Events. Das bedeutet, einzelne Infizierte, die selbst symptomlos sind, aber einerseits sehr viele Viren ausscheiden, zum Beispiel beim Sprechen, und gleichzeitig sich in einer Situation befinden, wo die besonders geeignet ist, diese Viren weiterzugeben. Also indoors, viele Menschen auf engem Raum etc. Dafür gibt es einige Beispiele. Ein ganz hervorstechendes wäre zum Beispiel, ein Mann in Seoul ist infiziert gewesen, hat nichts davon gewusst und hat in einer einzigen Nacht in den verschiedenen Clubs, die er besucht hat, 170 Menschen direkt angesteckt. Und wir wissen das von Chorveranstaltungen, von Kirchen, von Restaurants, von allen möglichen verschiedenen Situationen. Und das Letzte, was Sie sicherlich kennen, ist der verheerende Ausbruch in Deutschland im fleischverarbeitenden Betrieb. Gut, das ist kein primär touristisches Ziel, das muss man schon dazu sagen. Was aber wesentlich ist, es sind diese explosiven Übertragungsereignisse, die diese Epidemie treiben. Und die London School of Hygiene sagt, etwa 80% aller Covid-19-Infektionen sind auf derartige Events zurückzuführen. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Es soll eigentlich nur als Begründung dafür dienen, dass wir nach wie vor bei Auslandsreisen auf der Hut sein sollen. Niemand kann zuverlässig voraussagen, ob und wann ein solches Superspreading-Event auftritt. Und es kann auch ganz plötzlich aus einer epidemiologisch ruhigen und vertrauenserweckenden Phase auftreten. Und wie gesagt, das Unangenehme daran ist das Faktum, dass diese Ereignisse, wie erwähnt, erst mit Verzögerung detektiert werden und daher großer Schaden zwischenzeitlich nicht nur für den Einzelnen, sondern für eine bestimmte regionale Situation entstehen kann und damit auch eine extrem hohe Infektionsgefährdung in einem umschriebenen Bereich natürlich. Also auch wenn im Gastland die Gesundheitsbehörde zum Beispiel keine strengen Maßnahmen mehr unbedingt vorschreibt, Masken sollte man auf jeden Fall mit haben. Der virtuelle Babyelefant belastet ebenfalls das Reisegepäck nur unwesentlich. Und waschen Sie Ihre Hände bitte nicht in Unschuld, sondern waschen Sie sie mit Wasser und Seife und eventuell desinfizieren Sie, das ist sicherlich vernünftig. Wir wissen heute, dass diese Maßnahmen effektiv sind. Wir wissen, dass der Mund-Nasen-Schutz 80% der Infektionen verhindert. Wir wissen, dass die physische Distanzierung 80% der Infektionen etwa verhindert. Kombiniert man beide Maßnahmen, ist man weit über 90%. Also es ist tatsächlich so, dass Sie mit sehr einfachen Mitteln sehr viel machen können. So schützen Sie sich selbst effektiv und ein Aspekt, den Sie nicht außer Acht lassen sollten, ist, Sie schützen damit natürlich auch die zu Hause gebliebenen, wenn Sie wieder nach Hause kommen, ganz wesentlich. Weil sollten Sie sich im Ausland infizieren, so bedeutet das letztlich, dass Sie als erstes diejenigen anstecken werden, die Ihnen besonders am Herzen liegen, nämlich Ihre Familie. In dem Zusammenhang noch etwas, sollten Sie tatsächlich im Ausland krank werden, der Herr Bundesminister hat das schon angesprochen, so ergibt sich eine besonders delikate Situation. Auf der einen Seite, vollkommen verständlich, wird jeder sagen, ich möchte nur eins, nach Hause. Auf der anderen Seite ist das sicherlich nicht der richtige Weg und er ist sicherlich nicht der verantwortungsvolle Weg, denn man wird sich lokal mit der Gesundheitsbehörde ins Einvernehmen setzen, mit der österreichischen Vertretung ins Einvernehmen setzen und die dort vorgeschriebenen und notwendigen Maßnahmen einhalten müssen. Es ist sonst die Gefahr der Verschleppung von Infektionen viel zu groß und ich glaube, dass das zwar etwas ist, was sicherlich für den Einzelnen kein sehr angenehmer Gedanke ist, 14 Tage irgendwo in häuslicher Quarantäne zu sein, weil man sich sofort bei solchen Symptomen eben selbst isolieren sollte, aber es ist die einzige Möglichkeit, verantwortungsvoll gegenüber der Gesellschaft zu handeln. Wir können also 5 Regeln im Wesentlichen definieren. Erstens, wenn Reisewarnungen bestehen, bitte beherzigen Sie sie. Die Lombardei gibt es auch noch nächstes Jahr. Halten Sie sich an die Grundregeln der Infektionsprävention. Hände waschen, Distanz, Maske. Meiden Sie Massenveranstaltungen. Ballermann ist das Tschernobyl des Epidemiologen. Ja, insbesondere, wenn solche Veranstaltungen indoor stattfinden. Dann ganz besonders, weil dann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung noch höher ist. Wenn Sie selbst erkranken, bleiben Sie verantwortungsvoll
und stellen Sie Ihre eigenen Interessen vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Also zeigen Sie Eigenverantwortung. Jetzt kommen wir zu den Reisen nach Österreich. Natürlich tun die österreichischen Tourismusbetriebe, das Gesundheitsministerium, alle Verantwortlichen stellen alles, dass Reisen nach Österreich so sorglos wie möglich gestaltet wird. Aber natürlich kann auch Österreich keine hundertprozentige Garantie dafür abgeben, dass nicht bei uns auch solche kleinen lokalen Ausbrüche auftreten und damit eine gewisse Infektionsgefährdung besteht. Und daher sei allen Urlaubern, die nach Österreich kommen, ein Stammbuch geschrieben. Die Präventionsregeln gelten natürlich genauso, wenn man nach Österreich kommt. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss weg von Covid-19 und möchte die Urlauber noch vor etwas Zweiten in Österreich warnen. Wir haben mehr zu bieten als wunderschöne Landschaft und tolle Gastlichkeit. Wir haben auch eine weitere Infektionskrankheit, die uns im Sommer Probleme macht, und das ist die FSME. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine durch Zecken übertragene Viruserkrankung, die eine Entzündung des zentralen Nervensystems hervorrufen kann. Eine sehr unangenehme Erkrankung, die sehr schwer verlaufen kann, übrigens altersabhängig, also Kinder haben eher einen milderen Verlauf. Je älter man wird, desto gravierender werden die Verläufe. Und da ja Österreich vor allem bekannt ist für seine Natur und die Leute zu uns kommen, weil sie Wanderurlaube machen, weil sie Radtouren machen, ist es also ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen. Die Zahlen, die wir bei uns an FSME sehen, sind relativ niedrig. Wir haben zwischen 100 und 150 Erkrankungen pro Jahr. Und das vermittelt eine trügerische Sicherheit deshalb, weil wir in Österreich eine sehr hohe Durchimpfung haben. Wir müssten damit rechnen, dass wenn wir diese Durchimpfung nicht hätten, dass wir um die 1000 Fälle pro Jahr hätten. Und das schaut schon ganz anders aus. Außerdem ist damit zu rechnen, dass heuer ein sehr starkes FSME-Jahr wird. Wir haben jetzt schon über 40 diagnostizierte Fälle, weil der Winter sehr mild war und die Zeckenpopulation praktisch nicht dezimiert worden ist. Also mit anderen Worten, diejenigen, die in Österreich die Natur kennenlernen wollen, sollten vorher unbedingt die FSME-Impfung durchführen lassen. Sie ist seit fast 50 Jahren jetzt vorhanden. Sie ist bewährt, sie ist wirksam, sie ist sehr nebenwirkungsarm, sie ist also wirklich kein Problem. Und ich möchte mit einem Zitat des kürzlich verstorbenen Doyens der heimischen Virologie und Entwickler des FSME-Impfstoffes, den Professor Christian Kunz, schließen, der so schön einmal gesagt hat, wer Hirn hat, sollte es auch schützen. Vielen Dank. Dankeschön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich begrüße Maria Ecker. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Maria Ecker ist beim Verein für Konsumenteninformation, arbeitet beim Verein für Konsumenteninformation und ist zuständig für rechtliche Fragen, für Fragen zu, was passiert, wenn was passiert, was habe ich als Konsument für Rechte, aber auch für Pflichten und an wen kann ich mich wenden. Und danke fürs Kommen und für Ihren Beitrag jetzt. Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag. Naja, also ich möchte hier damit beginnen, noch einmal klar zu machen, was denn die Reisewarnungen oder die Sicherheitsstufen des Außenministeriums aus reiserechtlicher Sicht bedeuten. Hier kann man letztendlich nur klar sagen, nur wenn eine Reisewarnung der Stufe 5 oder 6 vorliegt, wie das ja derzeit in 23 Ländern der Fall ist und seit gestern auch in Nordrhein-Westfalen, dann habe ich die Möglichkeit, kostenlos von meinem Reisevertrag zurückzutreten. Das ist ausjudiziert und das ist auch in der Branche so anerkannt. Weltweit ist ja die Stufe 4 ausgesprochen, das heißt, ein hohes Sicherheitsrisiko von nicht notwendigen Reisen wird abgeraten. Das bedeutet aber im Reiserecht unmittelbar gar nichts. Das heißt, ich muss mir letztendlich in jedem Einzelfall anschauen, ist sozusagen ein unvorhersehbares Ereignis vor Ort, das die Reise erheblich beeinträchtigt und sie quasi nicht durchführbar macht. Erst dann steht überhaupt ein Rücktrittsrecht im Raum. Das bedeutet sozusagen, dass sich Konsumenten derzeit sozusagen sehr genau erkundigen müssen, wann ist mein Reiseantritt, also für all jene, die schon gebucht haben, wann ist mein Reiseantritt, wie ist die Lage vor Ort, gibt es erhebliche Beeinträchtigungen. Man könnte hier zum Beispiel daran denken, dass eine Quarantäne vor Ort direkt nach Einreise verhängt wird. Das könnte natürlich ein Grund sein, der die Reise erheblich beeinträchtigt und könnte zu einem kostenlosen Rücktritt berechtigen. Wir wissen es aber nicht genau. Wir haben ein neues Pauschalreisegesetz, also für Pauschalreisen, das es seit 1.7.2018 gibt und dementsprechend noch keine Judikatur. Das heißt, wir können Ratschläge geben, die sind aber nicht gesichert und sie sind einzelfallbezogen. Weiters muss man wissen, dass
die Rechtslage sich unterscheidet zwischen einer Pauschalreise, also wenn ich eine Reise bei einem Reiseveranstalter buche, also etwa zwei Leistungen, klassisch ist hier Beförderung und Unterkunft zusammen, oder ob ich mir meine Reise individuell zusammenstecke sozusagen. Bei einem Reiseveranstalter, wenn ich dort buche, habe ich einen einzigen Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt vor Ort oder schon vorher, wenn sich die Frage stellt, muss ich reisen oder kann ich kostenlos zurücktreten oder kann ich nur zurücktreten, weil ich Angst habe. Und dann geht das nur unter Zahlung einer Stornogebühr, die je immer höher wird, je näher der Reiseantritt ist. Bei Individualreisen, also wenn ich mir etwa den Flug und die Unterkunft getrennt buche, dann muss ich wissen, ich habe unterschiedliche Ansprechpartner. Das heißt, ich muss mich mit der Fluglinie auseinandersetzen, ich muss mich mit dem Hotel auseinandersetzen, und hier bei den Hotels ist zu erwähnen, dass hier in der Regel das Recht des Landes gilt, in dem das Hotel ist. Das heißt, hier ist es wesentlich schwieriger, Rechte durchzusetzen oder allenfalls auch einen kostenlosen Reiserücktritt durchzusetzen. Das heißt, alle, die schon gebucht haben, stehen unter Umständen schon vor Problemen. Man muss schauen, kann ich zurücktreten, kostenlos oder nur unter Zahlung einer Stornogebühr. Für all diejenigen, die jetzt eine Reise planen, gibt es schon einige Tipps, die wir hier wirklich empfehlen. Zum einen wäre das, dass man mal schaut, besser wäre es, eine Pauschalreise zu buchen, nicht individuell, denn dann habe ich eben einen Ansprechpartner, der mir vor Ort bei Problemen, also es wird eine Quarantäne ausgesprochen, es wird ein Hotel geschlossen, es kann so viel passieren derzeit, wir wissen nicht, was es sein kann, es können täglich Änderungen eintreten, dann habe ich einen Ansprechpartner, der vor Ort mir Hilfeleistung geben muss. Weiters ist es vielleicht gescheit zu warten. Wenn ich schon verreisen will, dann mache ich den Reisevertrag erst kurz vor der Abreise, weil die Situation eben so dynamisch ist und sich jederzeit verändern kann. Es gibt Reiseveranstalter, zum Beispiel, die schon ein kostenloses Storno anbieten, bis etwa 14 Tage vor Reiseantritt. Aber auch in diesen 14 Tagen danach kann einiges passieren. Wenn man individuell bucht, wäre es vernünftig, sozusagen mit dem Hotel auszumachen, auch hier, ich kann kostenlos zurücktreten, wenn sich die Lage vor Ort massiv verändert. Also hier sozusagen mit den Vertragspartnern ins Gespräch gehen, bevor man sich vertraglich bindet. Natürlich ist es auch wichtig, sich selbst zu informieren. Auf der Seite des Außenministeriums gibt es Reiseinformationen für jedes einzelne Land. Das heißt, es ist wirklich zu empfehlen, vor der Buchung mal zu schauen, wie ist dort die Lage vor Ort, welche behördlichen Auflagen gibt es, die ich erfüllen muss, ja, um verantwortungsvoll zu reisen. Was ich noch machen kann, ich kann mich beim Außenministerium registrieren, also für Auslandsaufenthalte, das ist sehr zu empfehlen, denn sollte es vor Ort Probleme geben, habe ich sozusagen schneller die Möglichkeit, kontaktiert zu werden oder auch sozusagen in Kontakt zu treten. Also diese Dinge sollte man beachten. Vielleicht ein Tipp noch aus der Praxis, aus unserer Beratungspraxis ist es so, dass viele Konsumenten buchen über Buchungsplattformen, also ihre Einzelleistungen. Bei Rückforderungsansprüchen gibt es dann immer das Problem, dass der Vertragspartner, also die Fluglinie oder das Hotel sagen, geh zur Buchungsplattform, dort bekommst du dein Geld zurück. Die Buchungsplattform sagt, nein, bitte geh zur Fluglinie oder zum Hotel, dort bekommst du dein Geld zurück. Das heißt, die Leute werden hier im Kreis geschickt und das bringt Schwierigkeiten. Man braucht gute Nerven, man braucht viel Zeit, man braucht viel Geduld, um etwaige Rückforderungsansprüche dann auch durchzusetzen. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Und in dem Zusammenhang vielleicht darf ich noch sagen, vom Sozialministerium wurde eine Reisehotline beauftragt. Hier gibt es zwischenzeitlich schon 43.900 Anrufer und diese Reisehotline ist noch bis 31.07. erreichbar unter der Telefonnummer 0800 201 211. Vielen herzlichen Dank. Wir haben auch in den Pressemappen eine Info zusammengestellt mit dem wichtigsten Links, also sozusagen Hinweisen, Hotline, Telefonnummern und so weiter. Ich bitte euch sehr, dies gut unter die Leute zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in diesem Sommer noch besser informieren, noch besser unseren Wissensstand transportieren. Vielen herzlichen Dank an die Runde. Gibt es Fragen?
Kollege Oliver kommt mit dem Mikrofon. An den Herrn Kollaritsch, Sie haben gesagt, die Maske verhindert 80% der Infektionen. Nunmehr ist in Österreich mehr oder weniger ganz gefallen, ab 1. Juli auch in der Gastronomie von Servicepersonal. Wie stehen Sie dazu? Ist das gut, werden die Infektionen steigen? Die Verpflichtung bedeutet ja nicht, dass es nicht mehr getragen werden darf. Ich bin jemand, der schon der Meinung ist, dass man nach Möglichkeit nicht darauf verzichten sollte, aber natürlich verstehe ich auch die Beschäftigten in den Gastronomiebetrieben. Ich weiß selber, was es heißt, den ganzen Tag lang eine Maske zu tragen. Das ist, wenn die Temperaturen hoch sind, furchtbar. Das heißt, man wird hier sicherlich einen Mittelweg finden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, solange wir so günstige Infektionszahlen in Österreich haben, ist das auch sicherlich epidemiologisch vertretbar. Und vielleicht als Ergänzung, wir haben ja gestern auch formuliert, bei dieser Pressekonferenz, wo wir diese Lockerungen und andere präsentiert haben, Zitat, werfen Sie die Maske nicht weg, verwenden Sie sie dort, wo Sie auch den Eindruck haben, das tut mir gut in der Situation, größere Menschenansammlungen etc. Ich nehme es zum Beispiel in den Supermarkt mit, bleibt dabei, auch wenn es keine Verpflichtung ist, machen viele Menschen im Übrigen und wir haben ja nach wie vor sehr viele Bereiche, wo die Maske dennoch weiterhin auch in der Verpflichtung ist. Apotheken und ihr Besuch zum Beispiel, die gesamten öffentlichen Verkehrsmittel, das Taxi zum Beispiel, der Reisebus zum Beispiel, das Flugzeug zum Beispiel und viele andere Bereiche mehr, die sind auch bei uns auf der Homepage noch einmal kompakt zusammengefasst zu finden und mitnehmen, das war ganz wichtig, was Sie formuliert haben, mitnehmen in den Urlaub, auf jeden Fall auch dort tragen, wo es einerseits regional vorgeschrieben ist und wo es andererseits selbst den Eindruck, wo der Eindruck entsteht, das ist gut, das ist schützend, das ist schonend in dieser Situation, also wirklich in den Urlaub mitnehmen. Und vielleicht erleben wir auch im Herbst noch Situationen, falls Zahlen wieder steigen, wo wir die Maske wieder stärker brauchen werden. Vielleicht noch ergänzend, ich meine, ich denke an banale Situationen, wo vielleicht man als Urlauber nicht daran denkt, dass eine Maske sinnvoll wäre. Beispiel, Sie stellen sich bei den Uffizien an, um eine Eintrittskarte zu bekommen. Das sind, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, endlos Schlangen und die werden auch heuer wieder entstehen. Und das ist eine Situation, da stehen Sie lange Zeit mit vielen anderen Menschen am gleichen Ort und das ist zum Beispiel etwas, da würde ich sofort eine Maske aufsetzen, auch wenn keine Verpflichtung besteht. Fragen? Ich hätte zwei Fragen, eine an den Anschober, eine an Sie, Herr Professor. Herr Anschober, Sie haben Kaorle erwähnt, Sie haben genau prüfen erwähnt. Wo kann ich derzeit genau prüfen, wie die Situation in Kaorle ist? Nämlich, was muss ich dort beachten? Also, wie groß muss der Abstand vom Liegestuhl sein? Wie viele Leute dürfen in einer Gruppe am Strand zusammensitzen? Ich sage das deswegen. Ich wohne in Bratislava, was ich da erlebt habe in den letzten 3 Monaten, das füllt ein Buch an der Grenze mit den unterschiedlichen Bestimmungen und wie sich das täglich geändert hat. Also, wo kann ich diese Information einholen? Nämlich auch in Deutsch oder zumindest in Englisch. Herr Professor, an Sie die Frage. Sie haben gesagt, wenn ich erkrankt bin im Urlaub, dann soll ich mich mit den lokalen Behörden ins Einvernehmen setzen. Wie funktioniert das konkret? Ja, ich versuche zu beginnen mit dem ersten Teil der Frage, wie komme ich zu den Informationen, was vor Ort notwendig ist. Ich würde einfach empfehlen, zunächst einmal, wie bereits ausformuliert, den Blick auf die Homepage des Außenministeriums, dort genau recherchieren. Es gibt auch eine Hotline, es gibt Informationen, die man hier abziehen kann und einholen kann. Und das Zweite, ich würde ganz einfach persönlich, wenn ich eine Buchung vornehme, Sie haben das Beispiel Kaorle, bin dort schon ein paar Mal gewesen, gesagt, von zu Hause mache ich im Regelfall die Buchung. Na, und dann werde ich halt den Betreiber gleich bei dieser Gelegenheit auch fragen, wie sind die Bestimmungen im öffentlichen Raum, am Strand etc. etc., damit ich diese Hintergrundinformationen habe. Also ich glaube, Information ist in der jetzigen Phase alles und die kann man sich besorgen, die wird angeboten und die sollte man wirklich in die persönliche Entscheidung einfließen lassen. Wenn ich also dazu den konkreten
Punkt erwähnen darf. Ich würde primär einmal ganz sicher die österreichische Vertretung anrufen vor Ort, denn die kann mir einen Vertrauensarzt zum Beispiel nennen, der deutsch sprechend ist. Die kann mir nennen, wo ich mich am besten hinwenden muss. Und es ist auch so, dass die regionalen Internetseiten fast immer auch auf Englisch sind, speziell in Italien zum Beispiel oder in Kroatien. Das heißt, man kann auch dort durchaus mit den entsprechenden Suchmaschinen die Informationen finden. Natürlich kann es einem passieren, dass man in einem Land ist, wo das nicht der Fall ist, aber wie gesagt, eine österreichische Vertretung oder eine deutsche Vertretung gibt es überall und die helfen einem weiter. Ich weiß es von den Fernreisen, da ist oft also die Situation wesentlich dürftiger als in Europa und trotzdem funktioniert das eigentlich sehr gut. Gibt es weitere Fragen? Christian? Ich wollte den Herrn Anschober noch kurz fragen, die gestrige Einigung, die es im Arbeitsministerium gegeben hat, bezüglich im Urlaub erkranken und wie geht es dann weiter, wenn man beschäftigt ist, wie sehen Sie das? Ja, das ist, ich finde, ein sehr praktikables Paket, ein guter Schritt. Wir können es auch, wenn es konkrete Detailfragen gibt, auch kurz noch einmal durchgehen und erklären. Es ist damit, glaube ich, sichergestellt, dass jeder und jede weiß, worauf er sich einlässt in dieser Situation, welche Folgen es haben könnte. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es damit eine Klärung gibt und ganz klare Sachverhalte, die auch für den Einzelnen zutreffen. Wollen Sie was ergänzen, Frau Ecker? Ja, also an und für sich hat ja das Außenministerium, das Arbeitsministerium gemeinsam mit den Sozialpartnern hier eine arbeitsrechtliche Konkretisierung gemacht, die jetzt Reisenden insofern Sicherheit gibt, als dass gesagt wird, wenn ich tatsächlich vor Ort an Covid erkranke, dann ist das kein Grund, keine Entgeltfortzahlung zu bekommen, wenn ich mich dort vor Ort an die Regeln halte. Ja. Wenn man grob fahrlässig handelt, also exzessive Partys am Strand oder Trinken aus einem Gefäß, dann kann das schon dazu führen, also dass man mit dem Arbeitgeber Probleme bekommt und für die Zeit des Krankenstandes eventuell keine Entgeltfortzahlung bekommt. Wichtig, wer aus einem Land kommt, in dem eine Reisewarnung besteht, also 5 oder 6, dort gibt es keine Entgeltfortzahlung, wenn ich erkrankt nach Hause komme. Und das ist eine relativ klare Regelung jetzt. Gibt es Fragen noch? 2 Fragen. Eine an das Podium. Werden Sie heuer im Inland oder im Ausland Urlaub machen? Und die 2. Frage an den Herrn Kollaritsch. Diese Menschenansammlungen, da ist ja gestern beschlossen worden, 10.000 im Außenbereich dürfen wieder sein, beziehungsweise 5.000 dann innen. Wie sinnvoll halten Sie das, wenn Sie die ganze Zeit warnen vor diesen Menschenansammlungen? Wie gesagt, das ist ein bisschen natürlich etwas, was man situationsangepasst wird immer wieder revidieren müssen. Im Moment ist die Situation so günstig, dass man sich das unter Anführungszeichen wahrscheinlich leisten kann. Das kann sich aber sehr schnell wieder ändern. Das ist gar keine Frage. Ich würde meinen, dass 10.000 Personen outdoors, wenn man die Abstandsregeln versucht einigermaßen einzuhalten und wenn man versucht, auch den Leuten ein bisschen eine Disziplin sozusagen zu vermitteln, dass das schon in der momentanen Situation vertretbar ist. Die Urlaubsfrage blieb unbeantwortet. Das müssen wir offenlegen, gell? Wo fahren Sie hin? Ach so, das ist ganz einfach. Das kann ich Ihnen sagen. Ich fahre im Juli fahre ich 5 Tage nach Niederbayern und ansonsten bleibe ich in Österreich. Also regionaler Urlaub, würde man das nennen? Ich würde sagen, das gehört ja fast zu uns. Okay. Gut. Die Urlaubsfrage zieht sich. Ach so. Gut, beim Minister. Ich kann sogar die Adresse angeben. Nein, bei mir sind es auch 3-4 Tage im Salzkammergut an einem der schönsten Seen, nämlich am Traunsee. Und die Frau Ecker? Also ich kann auch versichern, ich mache heuer in Österreich Urlaub, weil also die Beratungspraxis, die tägliche, zeigt mir, ich möchte die Probleme nicht haben, die allenfalls auf mich zukommen können. Ich fahre in mein Heimatbundesland, in die Steiermark. Sie weiß, wovon sie spricht. Ja. Na gut. Gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche einen wunderschönen Tag und schmiedet Pläne für den Sommer. Verantwortungsvolle, genau. Dankeschön. Dankeschön.